Fehler im System? Ist der bayerische Lehrlingsmangel hausgemacht? Dieser Frage wollte die Freie Wähler Landtagsfraktion zusammen mit Experten im Rahmen eines parlamentarischen Abends auf den Grund gehen. Die berufliche Bildung im Freistaat drohe gegenüber der akademischen Ausbildung in eine immer größere Schieflage zu geraten, erklärt Günter Felbinger. Er ist der bildungspolitische Fraktionssprecher der Freien Wähler. Die Ursachen für die Probleme seien vielfältig. So mache eine aktuelle Allensbach-Umfrage auf deutliche Defizite bei der Berufsinformation aufmerksam. Hier wird festgestellt, dass nur gut die Hälfte der Schüler in Deutschland sich ausreichend über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert fühlt. Von denen, die Informationsdefizite beklagen, geben ca. 50% an, nicht zu wissen, welche Berufe gute Zukunftsaussichten bieten. Informationsdefizite zur Ausbildungs- und Berufsorientierung sind scheinbar ein Problem für viele Schüler in Deutschland, stellt Professor Renate Köcher, die Leiterin des Instituts für Demoskopie Allensbach, folgerichtig fest. Konkrete Zahlen vom bundesweiten und bayerischen Ausbildungsmarkt lieferte die Wissenschaftlerin Dr. Corinna Kleinert aus Nürnberg. Der Ausbildungsmarkt habe sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Von einer Mangelware Ausbildungsstelle hin zu einer Mangelware Bewerber. Aus dieser Entwicklung müssten nun dringend Konsequenzen gezogen werden. Betriebe müssen einerseits das Rekrutierungsverhalten an die veränderten Bedingungen anpassen, andererseits aber auch die Attraktivität ihrer Ausbildungsstellen erhöhen, wenn sie Probleme haben und mithalten wollen. Nach wie vor brauchen wir wahrscheinlich mehr Investitionen in bessere schulische Bildung. Auch hier sieht man, dass es immer noch Jugendliche gibt, die nicht zum Zuge kommen, weil es offensichtlich nicht reicht. Mit einer Kampagne will auch Christian Golisch von der Handwerkskammer für München und Oberbayern auf die Vorzüge des bayerischen Handwerks aufmerksam machen. Denn die Zahlen für seinen Bereich seien beunruhigend. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre sei der Lehrlingsbestand um knapp 20% zurückgegangen. Der Anteil der Lehrstellen im Handwerk, die nicht besetzt werden können, der steigt. Wir hatten 2009 noch 7% unbesetzte Stellen und sind 2014 bei einer doppelten Anzahl. Das heißt, wir haben tatsächlich im Handwerk, sicherlich je nach Region, nach Beruf, nach Branche, aber es gibt im Handwerk eine steigende Zahl von Lehrstellen, die nicht besetzt werden können. In seiner Rede betonte Golisch die Vorzüge des Handwerks, die Vielfalt von 130 Ausbildungsberufen, sichere Arbeitsplätze in der Region, hervorragende Perspektiven und, nicht zuletzt, der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. In der anschließenden Podiumsdiskussion schilderte der Leiter der Arbeitsagentur Würzburg, Eugen Hein, seine Sicht der Dinge. Hein beklagt insbesondere den Wildwuchs bei Projekten zur Berufsorientierung für Schüler. Es kann an sich kaum ein Schüler sagen, er wäre nicht in der Lage gewesen, sich zu informieren oder auch die Eltern. Wir müssen aber an sich jetzt selbstkritisch auch sagen, offensichtlich ist dieses sehr reichhaltige Angebot nicht bei jedem angekommen. Was wir dringend bräuchten, das wäre eine Verstetigung. Wir haben sehr viele Projekte, die zeitlich befristet sind, obwohl die Problematik ja nun zeitlich nicht befristet ist. Also wir müssen ja davon ausgehen, das Problem, die Problemlage wird sich eher zuspitzen. Wir haben den demografischen Faktor, wir haben ein extremes Angebot an Möglichkeiten. In der Wohlstandsgesellschaft Deutschlands rechneten sich Investitionen in Bildung jedoch immer, meint Hein. Vor einem möglichen Akademisierungswahn in Deutschland warnte der parlamentarische Geschäftsführer der Freie Wähler Landtagsfraktion Florian Streibel in seinem Schlusswort. Die Gesellschaft müsse den Mut zur Gleichheit zwischen beruflicher und akademischer Bildung aufbringen. Ich habe es auch selber erlebt im eigenen familiären Umfeld, dass dann plötzlich gesagt wird, ja, das geht doch nicht, dass du dein Kind nur auf die Realschule schickst. Und da glaube ich, da liegt man heutzutage falsch. Denn eine Gesellschaft kann nicht glücken, wenn alle Akademiker sind, wenn alles Professoren sind. Wir brauchen nicht nur die Köpfe, die sich was ausdenken können, wir brauchen auch die Köpfe, die die Fähigkeit haben, das umzusetzen, das zu bauen, das zu errichten. Weil ansonsten ist ein Architekt umsonst, wenn nicht der da ist, der Handwerker, der dann das Haus oder das Bauwerk dann wirklich errichtet. Das Lebensglück hänge eben nicht allein von Abitur oder Hochschulabschluss ab, sondern davon, ob die berufliche Tätigkeit den Menschen ausfüllt. Dafür würden sich die Freien Wähler weiter einsetzen und seien für jede Unterstützung dankbar.